Steuerhinterziehung. Wann hat das Model seinen Wohnsitz wieder nach Deutschland verlegt? Nach Auermanns Angaben 2002. Die Staatsanwaltschaft behauptet bereits 1999, ein Jahr nachdem sie eine Villa in Ransdorf gekauft hat. Es gibt zwei Anknüpfungstatsachen für eine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Das ist entweder mehr als 183 Tage im Jahr in Deutschland sich aufzuhalten. Darauf richteten sich die Ermittlungen 4 Jahre lang. Das waren auch die Durchsuchungsbeschlüsse. Man muss sich mal vorstellen, es ist an 24 Orten in Deutschland gleichzeitig durchsucht, ein Riesenverfahren. Und das hat dann irgendwann die Steuerfahndung aufgegeben, weil Frau Auermann nie mehr als 183 Tage in Deutschland war. Und dann hat man sozusagen umgeswitcht auf diese Frage Wohnsitz. Und das ist steuerrechtlich hoch umstritten alles. Wann hat man einen Wohnsitz begründet und wann nicht? Ist eine Jagdhütte im Wald ein Wohnsitz? Bei gelegentlicher Nutzung, bei nicht gelegentlicher Nutzung? Wenn ich nur komme, um Bauaufsicht auszuüben, ist das keine Wohnnutzung? Also ich bin ganz zuversichtlich auch unter der Rechtsprechung, dass im Ergebnis hier rauskommt, dass kein Wohnsitz vor 2002 bestand. Für Nadja Auermann war der Kauf des Hauses eine reine Geldanlage, die sie heute bereut. Nie hatte das Model angeblich die Absicht, dort einzuziehen. Sie habe bis 2002 ihren ersten Wohnsitz in Monaco gehabt und nicht in Berlin. Dann sei sie nach Potsdam gezogen. Am ersten Verhandlungstag wurden diverse Nachbarn als Zeugen vernommen. Aufmerksam wurde die Steuerfahndung 2004 durch einen Vermerk in den Akten eines korrupten und schon verurteilten Finanzbeamten. Ist natürlich eine sehr große Belastung. Also einmal war es damals, man hat ihre Wohnung durchsucht, Kinderfotos, Filme, alles mitgenommen. Das hat sie total schockiert, zumal sie ja zu diesem Zeitpunkt schon 4 Jahre wieder in Deutschland lebte. Und seitdem ist eben dieses Verfahren anhängig, jetzt seit über 5 Jahren. Das ist eine große Belastung und es ist auch besonders unverständlich für mich, weil Frau Auermann als jemand, der prominent ist, sich im Jahr 2002 gegen den Rat von Freunden entschieden hat, nach Deutschland zurückzukommen. Immerhin geht es um eine Summe von 272.498 Euro, die durch die nicht gezahlten Einkommensteuer dem Fiskus durch die Lappen gegangen sind. Da versteht die Staatsanwaltschaft keinen Spaß. 2 weitere Verhandlungstage sind bisher für das Verfahren angesetzt.